Guten Morgen aus Pivitzheide. Das waren Moritz, Manuel, Marius und Jens, junge Musiker aus unserer Region, die diesen Gottesdienst mit uns gestalten und bereichern. Vielen Dank dafür, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit uns Musik macht. Vielen Dank. Kirche Plus ist wieder auf Sendung. Land auf, Land ab öffnen heute Kirchentüren. Menschen kommen, feiern Gottesdienst auf Abstand, leider ohne Gesang. Auch unsere Tür bleibt heute offen. Und hier bei Kirche Plus könnt ihr mitsingen und beten, was das Zeug hält. Bettina Hanke-Postmer und ich, Holger Postmer, wir freuen uns, mit dem Team hier in der Kirche Gottesdienst feiern zu können und mit euch zu Hause zusammen. Ich hätte da mal eine Frage. Sag mal, redest du mit Gott? Ich meine, denkst du vielleicht auch, dass man mit Gott sprechen könnte wie mit einem guten Freund? Und dass man mit ihm reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Machst du das? Oder ist es so, dass Gott wie ein hohes Tier ist und man sich genau überlegen muss, was man sagt und wie man es sagt? Eine meiner ersten Jugendfreundinnen, Astrid, wir waren beide 14 Jahre alt, die hat ihre Karriere als Beterin mit den Worten angefangen: Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Und es ist passiert.
Bei mir war das anders. Ich weiß gar nicht, wie ein Leben ohne Beten ist. Meine Eltern haben von Anfang an mit mir gebetet und gesungen. Ich vermute und glaube, dass in den letzten Tagen viele Menschen das wiederentdeckt haben, das Beten, das Fragen, das Ringen. Und heute ist das Thema dieses Gottesdienstes. Vielleicht wisst ihr das, die Gottesdienste oder vielmehr die Sonntage von Ostern bis Pfingsten haben alle einen eigenen Namen. Und diese Namen bedeuten ein bestimmtes Thema und dieses Thema bedeuten bestimmte biblische Texte. Und der Gottesdienst, der Sonntag heute, steht unter dem Namen Rogate, betet. Damit werden wir uns also heute beschäftigen. Und das trifft sich gut, dass da mal einer gesagt hat, wer singt, betet doppelt. Das erste Lied, was wir singen werden, nach einer alten, bekannten Melodie mit einem neuen Text, ist ein Gebetslied. Ihr könnt zu Hause mitsingen, der Text wird eingeblendet. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott, der zu uns ist wie ein treusorgender Vater und eine liebevolle Mutter in einem. Und im Namen des Sohnes Jesus Christus, Christus, der unser Freund und Bruder geworden ist. Und im Namen der Gotteskraft des Heiligen Geistes. Amen. Was bringt ihr heute alles mit in diesen Gottesdienst? Was hat die letzte Woche gebracht? Was liegt oben auf? Gebet am Anfang eines Gottesdienstes bietet die Möglichkeit, das aufzunehmen, es vor Gott ins Gebet zu bringen, mit ihm zu sprechen. Und das wollen wir jetzt miteinander und füreinander tun. Wir beten. Gott, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für die Zeit, zu dir zu kommen, zu uns selbst. Mit dir blicken wir zurück auf das, was war, was in der Woche gelungen ist, was schiefgegangen ist, was wir angefangen haben, was gelungen ist, was unvollendet blieb. All das dürfen wir heute aus der Hand legen und zur Ruhe kommen. Und so bitten wir dich, nimm alles von uns, was uns hindert, zu dir und lass uns ganz bei dir sein. Dass du mit uns reden kannst, dass wir hören, was du für uns bereithältst. Darum bitten wir dich, dass du uns aufrichtest, dass du uns Gutes tust. Mit den Worten, mit der Musik, mit den Bildern dieses Tages. Nimm alles Schwere von uns oder lass es erträglich werden. Zeig uns das Schöne, was in unserem Leben da ist und lass es aufblühen. Gott, wir bitten dich, dass du bei uns bist in all dem, was wir tun und lassen. Und so bitten wir dich für uns, die wir miteinander Gottesdienst feiern, und für alle Orte, wo Menschen zusammenkommen, dich zu hören und zu loben. Segne du uns alle miteinander. Amen.
Licht des Morgens, Halleluja. Du Anfang und Ende, Halleluja. Du Anfang und Ende der Zeit, Halleluja. Du Glanz des Tages, Halleluja. Du Licht unserer Wege, Anfang und Ende der Zeit, Halleluja. Töpfe des Lebens, Halleluja. Du Quelle der Freude, Halleluja. Du unvergängliches Licht, Halleluja. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. So lesen wir in Lukas 11. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir jetzt noch etwas geben. Ich sage euch, sagte Jesus, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wir antworten auf diese Schriftlesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Heute tun wir das mit Worten aus dem evangelischen Gesangbuch, die wir unter der Nummer 815 finden. Ein Bekenntnis, was gleichzeitig ein Bekenntnis zu Gott hin ist, ein Gebet. Der Text wird ausgedruckt, wird angezeigt und wir sprechen ihn gemeinsam. Gleich wird der Text zu sehen sein. Oder auch nicht. Das ist so in einem Gottesdienst, der live gestreamt wird. Manchmal geht es gut und manchmal auch nicht. Wenn es jetzt nicht möglich ist, dann spreche ich den Text und alle hören einfach. Ich spreche mal mit der Technik, wir machen das. Gott, Ursprung des Lebens, Grund allen Seins, unserer Hoffnung, dich loben wir. Jesus Christus, Gottes Sohn, aus dem Tod erstandener unser Leben, wir danken dir. Geist des Lebens, heilender Atem Gottes, unsere Kraft zur Versöhnung, dich beten wir an. Du Gott schaffst neu die Erde, dich Gott bekennen wir vor aller Welt. Amen. Thank you.
Stein geschlagen, mit Feuer in kalter Nacht. Ein Stern vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht. Ein Funke aus Stein geschlagen, mit Feuer in kalter Nacht. Ein Stern vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht. So wächst ein Licht in dir geboren, die Kraft zum neuen Beginn. Im Wasser gesunken, mit Glanz im Spiegel der Flut. Ein Strahl durch Wolken gedrungen, mit Quell von neuem Mut. Blut im Wasser gesunken, mit Glanz im Spiegel der Flut. Durch Wolken gedrungen, mit Quell von neuem Mut. So wie die Nacht geht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. So wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn. Ein Lachen in deinen Augen vertreibt die blinde Wut. Ein Licht in dir geborgen, mit Kraft in tiefer Not. Ein Lachen in deinen Augen vertreibt die blinde Wut. Ein Licht in dir geborgen, mit Kraft in tiefer Not. So wie die Nacht wie vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. Zum neuen Märchen der Brüder Grimm kennen viele. Ich bin mit ihnen aufgewachsen, mein Großvater hat sie mir erzählt, bis ich sie selber lesen konnte aus meinem schönen großen Märchenbuch mit den bunten Bildern. Eines habe ich immer wieder gelesen, das Märchen vom Froschkönig. Ich weiß noch genau, wie es anfing. In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Als das Wünschen noch geholfen hat. Als Kind lebt man in einer Welt der Wünsche. Man sieht einen Baum und wünscht sich, ein Vogel zu sein, der daraus fortfliegt, oder ein Eichhörnchen, das von Zweig zu Zweig hüpfen kann. Man spielt mit den Möbeln im Wohnzimmer, baut sich ein Schiff und segelt über das Meer nach Amerika. Oder man spielt Vater und Mutter und wünscht sich eine heile Familie. In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Nun hat das Leben aus uns Kindern samt und sonders Erwachsene gemacht. Hat Wunden geschlagen, die Wünsche sind verflogen. Wir haben gelernt, was geht und was nicht geht. Bäume sind Bäume, Teil der Natur, vom Klimawandel bedroht. Familien und Freundschaften zerbrechen. Und ein Virus, ja, ein kleiner Virus, stellt die Welt auf den Kopf. Wir sind erwachsen geworden und wir begreifen vieles. Die Welt ist nicht besser. Wünsche werden auf ein Minimum eingedampft in diesen verrückten Zeiten. Wir schauen voraus in den Sommer, denken an Urlaub und können wir verreisen? Ach, vielleicht doch besser nicht. Zu großes Risiko. Bleiben wir zu Hause. Beten, ihr Lieben, heißt Wünsche haben, heißt Visionen haben. Beten hilft, der Kraft der Wünsche aufzuhelfen. Unserer Seele Türen und Fenster zu öffnen, weit aufzureißen, dass sie wieder Luft hat zum Atmen.
Wenn das Märchen beginnt, in den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, dann steckt da drin eine tiefe Sehnsucht. Wenn das in alten Zeiten geklappt hat, vielleicht ja auch heute, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht auch heute? Ja, sagt Jesus, heute, jetzt, betet, bittet, klopft an, sucht. Ihr habt einen Vater im Himmel, bittet ihn. Und es wird gebetet, so viel gebetet. Jeden Abend um 19.30 Uhr läuten die Glocken und rufen uns zum Gebet. Für uns, für die Welt, dass schnell ein Impfstoff entwickelt werden kann, gute Medikamente zur Behandlung gefunden werden. Wir beten für die Menschen in den Flüchtlingslagern in Griechenland und der Türkei. Wir beten für unsere Partnergemeinden in Südafrika und Ghana. Wir beten für alle Menschen, die unter der Krise so existenziell leiden, dass sie nicht wissen, wovon sie morgen leben sollen. Bittet, betet, wünscht. Schießt über die Ziele hinaus, entwickelt Träume, lebt ins Morgen. Aber werden unsere Gebete erhört? Oder gehen sie doch alle nur ins Leere? Ich erinnere mich an ein heftiges Gespräch nach einem gemeinsamen gestalteten Krankenhausgottesdienst mit Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung. Und zwar Noah als Text vorgegeben. Diese Geschichte von diesem Menschen und seiner Familie, der auf der Arche Noah überlebt, die Sintflut überlebt, zusammen mit vielen Tieren. Und irgendwann öffnet er ein Fenster und lässt Vögel fliegen und eine Taube kommt zurück mit einem grünen Zweig im Schnabel. Wir sollten im Rahmen dieses Gottesdienstes grüne Zweige an die Patientinnen und Patienten in den Krankenhauszimmern verteilen, sozusagen als Zeichen von diesem Gottesdienst her, konkret. Und da gab es die Diskussion, soll man an diese Zweige vielleicht Genesungswünsche dranhängen, Texte, die Mut machen. Jemand äußerte Zweifel. Wie kannst du einem Menschen, der vielleicht unheilbar krank ist, Hoffnung auf Heilung und Entlassung machen? Was ist, wenn das nicht eintritt, dieses Gebet, dieser Wunsch? Da sagte jemand, wenn ich heute ihre Hoffnung stärke und sie heute einen guten Tag hat, durch diesen grünen Zweig und den Bibelvers, und sie morgen stirbt, dann war doch die Hoffnung heute nicht umsonst. Beten fragt nach der Erhörung. Beten fragt, ob es eine Erfüllung der Wünsche gibt. Jetzt ist die Welt in der Krise und es stimmt, Not lehrt beten. Was wünschen wir uns? Wofür beten wir? Dass sich der Virus nicht wieder heftiger unter uns ausbreitet. Dass die wirtschaftlichen Folgen beherrschbar bleiben, dass die staatlichen Systeme durchhalten, Geduld und Hilfsbereitschaft bleiben. Wir wünschen uns, dass die großen Krisen unserer Zeit, der Klimawandel, der Rassismus, nicht hinter dem Corona-Wirbel verborgen, besonders schlimm zuschlagen. All das beten wir. Wir liegen Gott in den Ohren. Und was ist, wenn sich unsere Gebete nicht erfüllen? Was ist, wenn Gott uns nicht hört? Verzweifelt versuche ich, solche Sätze zu verdrängen, doch sie kommen immer wieder hoch. Meine Gedanken wandern in eine Kirche in Jerusalem. Sie liegt am Fuß des heiligen Berges im Kidrontal, neben einem uralten Garten mit Olivenbäumen. Diese Bäume, die dort stehen, sind so alt, dass es wirklich sein könnte, dass Jesus mit seinen Jüngern dort gebetet hat, Entschuldigung, am Abend vor seiner Hinrichtung. Er war dort, erzählt die Bibel, und hat Gott angefleht. Wenn es sein kann, Vater, dann erspar mir dieses Elend. Bewahre mich vor dem Leiden, wenn es sein kann. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So hat Jesus gebetet. Und was ist geschehen? Das Gebet ist nicht in Erfüllung gegangen. Er hat gelitten, er wurde hingerichtet, er ist gestorben. Und doch kann man auch sagen, sein Gebet wurde doch erhört, nur anders.
Gott hat es ganz anders erhört, als Jesus es sich vielleicht gedacht hatte. Gott hat letztlich seinen Willen durchgesetzt, denn so hat Jesus doch gebetet, dein Wille geschehe. Und was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass allen Menschen geholfen werde. Allen Menschen kann geholfen werden durch die Hoffnung, die Jesus ausgebreitet hat, die Gott durch Jesus ausgebreitet hat. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Dadurch können wir alle gerettet werden, Kraft finden, Mut finden, immer wieder neu beginnen zu beten. Dein Wille geschehe. Gerade dann, wenn wir mit unseren Wünschen und Sehnsüchten ins Schwarze starren und die Zukunft wie ein dunkles Tuch vor uns liegt, gerade dann ist dieses Gebet so wunderbar. Dein Wille geschehe, Gott. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Bittet, betet, klopft an. Hilde Domin sagt in einem ihrer ganz kurzen Gedichte: Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise, wie einem Vogel, die Hand hinhalten. Darf ich euch das heute am Sonntag Rogate, der zum Beten einlädt, ins Stammbuch schreiben? Betet für diese Welt, für unsere Familien und Freunde, für unsere Gemeinden, Dörfer und Städte. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Amen. Bei dem folgenden Musikstück bitten wir euch, schreibt eure Gebete in den Chat. Thank you.
Ich finde, nicht nur wer singt, betet doppelt, wer so Musik macht, betet auch doppelt. Vielen Dank. Und was ich noch zu sagen hätte, wir danken für Gaben und Spenden am vergangenen Sonntag bei den Spenden für Kirche.plus, für andere Dinge. Heute sammeln wir im Klingelbeutel für Kirche.plus und die Kollekte ist bestimmt für die Jugendarbeit in Lippe. Jugend ist ja nicht nur unsere Zukunft, sondern ist Gegenwart. Ihre Ideen, Ihr Glaube beflügelt uns als Kirche und als Kirche geben wir der Jugend und allen Menschen ein gutes Zuhause in dieser Welt. Darum denkt an diese Kollekte, wenn ihr gleich ausschaltet. Am kommenden Donnerstag geht Kirche Plus auf Reisen und ihr könnt live mit dabei sein. Wir treffen uns im Autokino in Schiede am Stausee. Dort findet um 19 Uhr ein Gottesdienst statt, Himmelfahrt am Stausee. Special Guests an diesem Abend sind Ulrike Waren, Peter Stolle und Don Camillo. Ja, Don Camillo, ihr habt recht gehört, manche kennen ihn noch, andere lernen ihn vielleicht dort am Stausee kennen. Ihr könnt im Auto sitzen, macht das Radio an und Gottesdienst passiert bei euch im Auto, laut mitsingen und dabei sein. Und dann gibt es noch eine lippische Premiere, Blech meets Kotflügel. Und was das heißt und was das auf sich hat, werde ich jetzt nicht verraten. Wer da ist, der wird sehen, was passiert und es wird euch hören und sehen vergehen. Wenn das gewesen ist, könnte man sagen, das reicht ja für einen Abend, aber nein, dann gibt es eine schöne Pause, vielleicht Picknick im Auto oder ein Spaziergang am See und dann anschließend, wenn die Sonne untergeht, ein Konzert mit zwei Flügeln. Ben Seipel und Christina Brudereck, die bringen ihr Programm Kopfkino im Autokino auf die Bühne. Also ein Himmelfahrtstag, der am Ende des Tages immer besser wird. Und wer nicht da war, wird etwas verpassen. Es gibt Dinge im Leben, die sollte man sich nicht entgehen lassen. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert. Das ist das Lied, was wir jetzt miteinander singen werden. Don't be afraid. No fear. Don't worry. Come on. Thank you.
Wir beten miteinander. Guter, erbarmender Gott, wir bitten dich, dass Wünsche wieder wahr werden können. Jedem Einzelnen sein Wunsch, solange er die Wünsche der anderen nicht beschädigt. Guter Gott, wir bitten dich um gute Lösungen beim Wiederherauffahren realer Gottesdienste, angefangen mit Himmelfahrt und Pfingsten Open Air. Gott, wir bitten dich, lass die Schulkinder nicht die Verbindung zu ihren Klassenkameradinnen und Lehrerinnen verlieren. Erbarmender Gott, bitte gib den Menschen Kraft, etwas Gutes aus dieser Krise zu ziehen, sich zu entfalten, positiv zu bleiben und auch darüber hinaus verantwortungsvoll mit sich und der Natur umzugehen. Gott, wir bitten dich, lass uns mehr füreinander da sein, uns und unsere Mitmenschen kümmern. Gib uns einen guten Blick auf sie. Gott, ich würde mir so sehr wünschen, dass unter den sogenannten Aluhüten, den Verschwörungstheoretikern, wieder Vernunft einkehrt. Sie zumindest aufhören, andere zu gefährden. Gott, wir bitten dich, lass die Entscheider ihre Entscheidungen festtreffen und deutlich erklären, damit alle wirren Spekulationen Einhalt gewährt wird. Und hilf uns, guter Gott, Worte zu finden, wenn Dummheit die Gefahr der Pandemie kleinreden will. All unsere Bitten, alles, was uns bewegt, legen wir in das Gebet, das Christus uns geschenkt hat. Wir sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir aus.
Am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich nochmal den Musikern besonders danken. Danke für diese wunderbaren Klänge heute hier in der Kirche. Und ich hoffe, ihr habt es zu Hause auch genießen können. Diese Jungs kann man buchen. Meldet euch, wir vermitteln das gerne. Und nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Ihr dürft sitzen bleiben, ihr dürft aufstehen. Auf jeden Fall, lasst euch segnen von Gott. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.